Ja, das ist ein wichtiges Thema. Die sogenannte gute alte Zeit war, wenn man sie wirklich erlebt hat, meistens eine schwierige oder gar schlechte neue Zeit. Trotzdem gab es Beständigkeiten, auf die man sich verlassen konnte. Eine davon war der Griff ins weibliche Höschen und das Tasten in weichem, seidigen oder ruppig kratzendem Schama. Man war am Ziel, fast. Mensch, war das schön. Und heute? Weibliches Schama ist mittlerweile so selten wie ein vom Aussterben bedrohtes Tier. Nach der Verdammung von Achsel- und Beinbehaarung ist seit einigen Jahren auch an der Scham die totale Glatze angesagt. Eine Mode, der flächendeckend vor allem junge Frauen folgen, aber neuerdings gibt es auch immer mehr Männer, die sich ihren Brust- und Schamhaarschmuck restlos entfernen. Warum denn das? Schließlich ist das Scham ja ein Zeichen von Reife. Früher in der Pubertät war es heiß ersehnt und wurde, als es endlich da war, heimlich herumgesagt. Hier, das ist ein Haar. Hurra, ich werde erwachsen. Bei Männern erklärt sich die neue Körpererfahrung wohl mit der steigenden Selbstverständlichkeit des Homosexuellen und der Eingeständnis weiblicher Anteile. Oder einfach mit der weiblichen Forderung, warum nur ich, du auch. Wer wie ich ein Leben lang in die Sauna geht, kann ungefähr bestimmen, wann der weibliche Kahlschlag begann. Etwa 25 Jahre sind es her und es war noch eine der Saunen mit montags Damen, dienstags Herren und mittwochs gemischt. Das grandiose Zauberwort gemischt. Dort sah ich die erste Totalrasur bei einer deutschen, nicht-muslimischen Frau. Seitdem geht es bergab, oder besser gesagt, haarab. Gegen die Körperbehaarung im Allgemeinen kämpfen weibliche Schönheitsfreaks schon viel, viel länger. Im letzten Jahrhundert zwischen den Weltkriegen wurde es modern, die Achseln zu rasieren. Das hat nichts mit der Körperfunktion zu tun, denn die Schweißdrüsen arbeiten nach wie vor. Und ist es wirklich hygienischer? Gründlich gewaschen riechen die Achseln rasiert oder auch nicht stets nach frischem Schweiß. Aber an diesen Stellen Haare zu zeigen, schien den prüden Amerikanern, besonders in Hollywood, auf einmal zu provokant. Als zum Beispiel der deutsche neue Wellenstar Nena vor 30 Jahren in London auftrat, waren der Presse 99 Luftballons weniger Text wert als die schwarzen, dicken Haarbüschel, die frivol unter ihren Achseln hervorlugen. Als Kind im Rheinland aufgewachsen, erinnere ich mich an den passenden Spruch. Herr Jötsche, steht mir bei, unter der Arme hat sie auch noch zwei. Damit ist die Männerfantasie klar beschrieben. Und Madonna pflegte als Teenie ihre Achseln nicht zu rasieren, nur um zu provozieren. Die, so wie hier oben, sehe ich unten auch aus. Das Beinhaar wurde in den 30er Jahren zum echten Frauenfeind, weil es in den neu erfundenen Nylonstrümpfen platt gedrückt wurde und aussah wie eine ungemähte Wiese. Dabei galt weibliche Behaarung früher und für viele gilt das heute noch als Aphrodisiakum für Männerhirne. Als Buben suchten wir gierig im Schwimmbad nach Frauen, aus deren Schritt im Badeanzug vorwitzige Schamhärchen herausschauten und wir kriegten prompt rote Ohren und nicht nur das. Starker Bart, Bein- und Achselbewuchs bei Frauen erweckte bei uns Jungs die Illusion eines riesengroßen Bären, wie wir das Schamhaardreieck ehrfürchtig nannten. In der klassischen Malerei des letzten Jahrtausends fehlt das Schamhaar stets, weil es zu erotisch gewirkt hätte und zu provokant. Stattdessen gab es immer nur rosa Venushügel ohne weitere Details. Erst bei den frühen erotischen Fotos des späten 19. Jahrhunderts wurde durchaus Wert auf starke Schamhaarwuchs gelegt. So dicht, dass der eigentliche Geschlechtsteil unsichtbar blieb. Und Helmut Newtons starke Frauen, ist auch erst 40 Jahre her. Alles war früher nur bei sorgfältiger Nachsuche zu finden, während es sich heute dem Besucher ohne Schutzhaar geradezu protzend anbietet. Seht her, so bin ich. Neue Frauenpower, oder warum grasieren sich lieber mal Frauen dort, wo die Natur die klare Durchsicht verhindert? Die westliche Kultur bewahrte das Schama als Gott gegeben, im Gegensatz zu den Moslems.
deren Frauen sich schon immer intim rasieren. Gibt es da Synergien? Kopftuch nein, Intimrasur ja. Ich befragte etliche Frauen meiner Umgebung und bekam bei dem unter 35 sofort freimütige Antworten. Ja, sie rasieren sich. Das sei sauberer oder einfach so oder das macht man doch heute oder das machen alle meine Freundinnen. Einen richtigen Grund für die schwierige, häufige Rasiererei wusste keiner. Religiosität schlossen sie aus. Es sei halt innen oder kult und Männer wollten das halt, hieß die häufigste Antwort. Einige allerdings glaubten, ein paar Härchen müssten stehen bleiben, damit es nicht so aussieht wie ein Kindergeschlecht. Sonst käme man ja auf die Idee, der eigene Mann sei ein Kinderschild. Und die Kids ab 12 bis 13 rasieren sich, weil sie Haare eklig finden. Wohin das führen kann, erlebte jetzt erst die berühmte Hollywood-Schauspielerin Kate Winslet. Für ihre Oscar-gekrönte Rolle in Der Vorleser, der in den 50ern spielt, musste die Dame ein Schamhaar-Toupet zu Hilfe nehmen, weil durch ihr jahreslanges Waxing auch beim Nichtrasieren kein dicht bewachsenes Dreieck mehr entstand. Also wurde eine Perücke aufgeklebt, bestehend aus echtem Schamhaar. Ob die Dame, von der das Original stammt, für ihre Leistung auch einen Oscar bekommen hat, ist nicht bekannt. Bei den meisten begann die Rasierlust mit der Bikini-Zone im Sommer. Dann wurde es der Irokesenschnitt oder der Landestreifen. Später forderte der Freund mehr Glatze, er, der genau wissen wollte, auf was er sich einließ. Oder es war die Freundin, die einem einredete, dass haarlos total schick sei. Bei Charlotte Roches Romangestalt aus Feuchtgebieten, Helen, war es ein Schwarzer, der sie statt in die Bar zu sich nach Hause zum Rasieren einlud. Für Männer keine schlechte Alternative. Ne? Rasieren statt saufen, keine teuren Dinner mit Champagner und anschließender Disco, sondern nur ein paar neue Rasierklingen und schon mal da, wo man sowieso hin will. Aber vielleicht ist das alles auch nur ein Ergebnis geheimer Werbekampagnen der Rasierklingenindustrie. Die Kassen müssen übervoll sein. Rasierende Frauen sind umworbene und begehrte Kunden, zumal die top-designten Plastikrasierer und ihre Klingen ekelhaft teuer sind. Tatsächlich trifft das alles oder doch nicht. Intimrasuren bei Frauen sind Gold. Wie Gold entsteht, konnte noch keiner erklären. Dabei ist das Enthaaren an einer so schwer zugänglichen Stelle für Selbstrasierer keineswegs eine Kleinigkeit. Trockenrasierer schaffen es kaum und Epilieren tut sau weh, besonders an dieser heiklen Stelle. Das gilt auch für die Wachsstreifenmethode. Und die sogenannte Fotoepilation schmerzt ein bisschen weniger, kostet aber etwa 1500 pro Muschi. Bleibt die Nassrasur. Aber auch die ist nicht ohne Risiko. Wenn die Klinge stumpf ist, sind böse Entzündungen möglich, die Härchen wachsen nach innen und vereitern. Außerdem jucken die nachwachsenden Stoppeln wie verrückt und lassen die Damen sich völlig undamenhaft dort kratzen, wo es auch Filzläuse sein könnten. Außerdem ist dieser 3-Tage-Intimbad für männliche Glieder die reinste Nadelfalle. Ein Abrutscher und schon brennt's tagelang. Noch unangenehmer werden die Stoppeln, wenn die eng sitzenden Strings, auch Ritzenputzer genannt, die Stoppeln in der Kerbe wundscheuern. Denn zur totalen Rasur gehört auch die Gegend um den Anus. Und genau das hat Helen, die Titelheldin von Feuchtgebiete, nach einem Rasierunfall in die Klinik gebracht. Eine Analfissur. Auf Deutsch, sie hat sich beim Rasieren in den Arsch geschnitten. Wenn aber daraus immer ein Bestseller entsteht, dann lohnt sich das Ganze. Dankeschön.